Aber es ist doch jetzt wirklich jedem klar, diese Pandemie war politisch diktiert. Ja. Die war nicht durch die Wirklichkeit, sprich medizinische Daten, Fakten, Untersuchungen gerechtfertigt, sondern die wurde befohlen. Herzlich willkommen zu einer neuen und extrem wichtigen und spannenden Folge. Marc spricht mit heute wieder mit Dr. Gunther Frank. Herr Frank, hallo, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, hallo Herr Friedrich, für Sie sehr gerne. Jetzt werde ich ja ganz rot. Valentinstag ist doch schon vorbei. Nein, Spaß beiseite. Ich hatte Sie ja schon im Interview und das Video findet ihr hier oben sehr sehenswert und über 300.000 Klicks. Da sprechen wir natürlich über die Corona-Zeit, über ein Staatsverbrechen, so wie Ihr Buch ja auch genannt wurde. Und Ihr Buch nach wie vor absolute Empfehlung meinerseits zum Lesen. Das kann einem das eine oder andere graue Haar bereiten, aber nur der Gebildete ist frei, hat Epiktet gesagt. Und deswegen ist es ein Must-Read, wie ich finde, und deswegen sollte jeder mal sich das Buch anschauen und das Video sowieso und gerne auch teilen, weil ich habe es gerade eben schon im Vorgespräch gesagt, dieses Video wurde tatsächlich von YouTube, vom Algorithmus gebremst. Das heißt, nicht jeder hätte es sehen dürfen können und da müssen wir doch was dagegen machen, gegen diese gelenkte Mediendemokratie, haben Sie es vorhin genannt, genau. Ja, es sind spannende Zeiten, Herr Frank, vielleicht vorab mal, wo befinden wir uns gerade in diesem Zyklus? Sind wir in eine neue Epoche eingetaucht? Sehen Sie, spüren Sie eine Veränderung? Ja, definitiv, es ist eine neue Phase, in der jetzt natürlich vielen dämmert, dass sie vollkommen aufs falsche Pferd gesetzt haben. Und jetzt, wie kommt man aus der Nummer raus? Ja, also wie kann man jetzt auf die Seite der Aufklärer wechseln? Das ist doch jetzt gerade sehr schön zu sehen. Also der Tanz ist eröffnet. Es ist natürlich so, dass jeder nur so viel Interesse hat, jetzt an der Aufklärung mitzuwirken, wo es für ihn selber brenzlig wird. Das wird ein Eiertanz. Und man wird natürlich uns vorwerfen, dass also wir die Frechheit hatten, es schon viel früher zu sehen und auch zu sagen und nicht abzuwarten, bis bei den anderen der Groschen fällt oder bis sie vielleicht ungefährlich und ungefährdet ihrer beruflichen Position, also ihre Kritik an den Corona-Maßnahmen äußern konnten. Also das wird jetzt alles eine sehr spannende Zeit werden. Und ich halte es für sehr wichtig und da sehe ich auch ein bisschen Teil meiner Aufgabe und unserer Aufgabe, da die Debattengrenzen immer schön groß zu halten und da nehme ich das Ganze dann auch immer wieder auch darauf hinzuwirken, dass wir über die Dinge sprechen, die auch wirklich vorgefallen sind. Und da ist natürlich zu sehen, und ich habe ja zwei Bücher bisher geschrieben, das Staatsvirus als erstes, wo eben, da war ich bei weitem natürlich nicht der Erste, also ich muss hier wirklich nennen, natürlich Surajit Bhakti, natürlich Wolfgang Bodak, auch natürlich Bodo Schiffmann, wo ich geschrieben habe, dass es eben das Virus in keiner Weise irgendwie eine besondere Gefahr ist, sondern dass diese Pandemie künstlich quasi als Notlage definiert wurde, um dann völlig irrsinnige Maßnahmen durchzusetzen. Und dass natürlich schon im März, April klar war, dass der Lockdown immens mehr Schaden setzen wird als eben das Virus selbst. Das war damals Verschwörung. Heute ist es ja absolut Allgemeinwissen. Allgemeinwissen. Das ist Mainstream, also dass der Lockdown unnötig war, die Schulschließung, und das ist jetzt heute vollkommen akzeptiert. Dann kam zwei Jahre später, zu 23, letztes Jahr, das nächste Buch mit dem nächsten Titel, der natürlich für viele starker Tobak war, das Staatsverbrechen. Also jetzt in dem Buch steht drin, dass wir jetzt über Verbrechen sprechen müssen, durchaus auch gegen die Menschlichkeit. Ich habe das eben begründet mit dieser Impfkampagne, die ganz bewusst eben Entmenschlichung und Gruppenmoralismus integriert hat, ja, ausgehend von der Yale-Universität. Und dass dieses ganze Ding eben gesteuert war von diesem riesengroßen Gain-of-Function-Netzwerk. Letztendlich war das eine totalitäre Vermarktungsaktion, wo eben dann die westlichen Regierungen das eben exekutiert haben. Mhm. Dass das eben ein Verbrechen ist gegen die Bevölkerung. Auch damals starker Tobak, wurde von vielen angesprochen. Herr Frank, ja, Sie haben ja recht, aber muss das Buch, muss das Cover so knallen? Der Titel ist doch provozierend. Ja, und was passiert? Jetzt kommen schon die ersten Stimmen.
die genau das Gleiche fordern. Also strafrechtliche Konsequenzen, weil er ist natürlich ein Verbrecher. Ja. Und ich meine, anscheinend sehen es auch die Staatsanwaltschaften so, denn die EU-Staatsanwaltschaft ermittelt schon gegen Ursula von der Leyen, die nicht demokratisch gewählte EU-Kommissionspräsidentin, weil die halt Milliardendeals mit ihrem Handy via SMS ausgelöst hat und auf einmal sind diese SMS verschwunden. Und ich glaube, die Tage kam es auch heraus, dass auch die Staatsanwaltschaft gegen Karl Lauterbach, ich nenne nur noch Kalatan, initiiert hat, weil da bei der Vergabe wohl was nicht ganz koscher gelaufen ist, was ja die Welt, ja, sowas aber auch. Genau, was auch die Welt und Berlin direkt vom ZDF aufgedeckt hat. Also wir sehen, das ganze Narrativ ist nicht nur am Bröckeln, es wankt gewaltig und parallel merkt man, dass da wohl doch vielleicht auch kriminelle Machenschaften oder auch ja Korruption, Vetternwirtschaft zugange war. Maskendeals sind ja schon ein ganz altes Thema, ne? Da hat ja schon der ein oder andere ein blaues Auge davon bekommen. Aber wir sehen einfach, dass wir, die Kritiker, ja tatsächlich mit vielem Recht hatten, aber trotzdem weiterhin angefeindet werden, weil Sie als auch ich, wir waren von Anfang an frühe warnende Stimmen des moderaten Weges, der Herdenimmunität oder dass halt dieses Virus nicht so schlimm ist. Ich hatte auch schon Roland Wiesendanger da, ganz am Anfang mit der Labortheorie, die jetzt eigentlich auch, glaube ich, allgemein gut ist. Ne, wir hatten viele Kritiker wie Dr. Paul Cullen, Michael Nehls oder natürlich auch Sie hier auf meinem Kanal. Die Videos findet ihr alle natürlich hier in der Historie. Gerne mal reinschauen und wer noch kein Abo hat, da lassen. Ganz, ganz wichtig. Und siehe da, man wurde angegriffen, diskreditiert, diffamiert, aus dem öffentlichen Diskurs hinaus befördert, als Verschwörungstheoretiker irgendwie gebrandmarkt. Und jetzt werden wir eigentlich jeden Tag mit der Wahrheit konfrontiert. Und siehe da, diese Kritiker, wir alle hatten eigentlich doch eher viel mehr Recht. Aber darum geht es uns ja gar nicht. Jetzt geht es uns ja um die nächste Epoche, wie Sie ja gesagt haben. Jetzt geht es uns darum, dass es auch aufgearbeitet wird, ne, dass auch dann hier jetzt Konsequenzen folgen. Und dazu kamen jetzt die RKI-Files. Ne, und dann darf man auch nicht vergessen, diese RKI-Files, da musste ja ein Journalist, nicht der Mainstream-Medien, sondern von dem Multipolar-Magazin, Paul Schreier, musste die 2 Jahre lang rausklagen. Und anstatt, dass er irgendwie abgefeiert wird dafür von seinen Kollegen in den großen Medienhäusern, wird er noch angegriffen und gebrandmarkt als Rechts- und Verschwörungstheoretiker. Früher hätte der Spiegel sowas investigativ irgendwie aus den Fingern sich gezogen und beziehungsweise organisiert. Und jetzt muss es irgendwie so ein kleineres Plättchen machen in Eigenregie. Und siehe da, tausende von Seiten geschwärzt. Man hat wohl doch was zu verbergen. Also was ist Ihr Feedback als Insider zu den RKI-Files? Sehr viel. Zunächst mal wirklich auch nochmal Paul Schreier erwähnen, loben, absolut, feiern. Ja, das sind Kollegen, das sind Menschen, die sich gegen diesen Moloch, gegen diesen Goliath einfach entgegenstellen und mit, das muss man nochmal sagen, weil ich kann das bestens nachvollziehen. Ich meine, ich bin hier keine Radiologenklinik, ich mache Allgemeinmedizin, ja, und das auf einer evidence-based Basis mit möglichst eigentlich Therapien zu verhindern, vor allem wenn sie nichts taugen, da wird man nicht reich von. Ja? Und wenn dann jemand 15.000 Euro investiert, um so einen Giganten wie das RKI, ja, da Protokolle rauszuklagen, also aller wirklich Bonheur. Ja. Also toll, also Herr Schreier, wirklich klasse, das sind genau die Menschen, die dieses Land braucht, mit diesen kleinen Mitteln, ja, so eine große Wirkung erzielen. Ich meine nochmal, Lauterbach schmeißt mit Paxlovid 600 Millionen aus dem Fenster, ja, aus dem Fenster in den Rachen von Pfizer. Ja, das sind die Größenordnungen dieser Herrschaften, gegen die wir kämpfen. Aber wir erreichen mit 15.000 Euro tatsächlich was für uns wirklich viel Geld ist. Ja, das stemmt man nicht einfach so. Auch Herr Schreier bestimmt nicht so. Und trotzdem machen wir es. Es gelingt immer wieder diese ganz gezielten, ja klar, wirklich Bomben dann losgehen zu lassen. Und diese RKI-Files sind eine Bombe. Ja. Es ist natürlich so, dass wir dafür noch nicht in der großen Öffentlichkeit gefeiert werden, weil wir sind ja der lebende Beleg, dass man es damals schon wissen musste, ja, konnte und dass man es auch sagen konnte. Ja, und das passt natürlich sehr vielen, nicht die natürlich ihre Positionen sichern wollen in den Medien oder in der Politik. Erst wenn die Bevölkerung in einem großen Maß diesen Schwindel erkennt, Aufklärung fordert, dann braucht man Glaubwürdigkeit wieder in den Medien, dann braucht man Glaubwürdigkeit in der Politik und erst dann, Herr Friedrich, wird man auf uns zukommen. Mhm. In uns die Talkshows der Öffentlich-Rechten einladen, erst dann, weil man uns dann braucht.
weil die anderen haben keine Glaubwürdigkeit, die sich jetzt als Aufklärer da gebärden. Also das ist einfach nur ein Witz, was teilweise jetzt passiert. Okay, RKI-Files. Das ist wirklich eine neue Dimension, natürlich nicht unbedingt für uns, ja. Aber es ist auf jetzt ist es schwarz auf weiß, klar. Schwarz auf weiß, haben wir schwarz auf weiß. Wie lächerlich. Ja. Wie, da sieht man auch, wie kleingeistig lächerlich die sind. Absolut. Sie glauben, dass diese Scherze irgendwann verzögern zu können. Sie lenken doch gerade die Aufmerksamkeit drauf. Ja, das ist der Barbara Streisand-Effekt, ne? Ja, das ist einfach klar. Aber es ist doch jetzt, wird wirklich jedem klar, diese Pandemie war politisch diktiert. Ja. Die war nicht durch die Wirklichkeit, sprich medizinische Daten, Fakten, Untersuchungen gerechtfertigt, sondern die wurde befohlen. Ich meine, das hat ja Wieler selber gesagt im Untersuchungsausschuss in Brandenburg, dass das RKI unter militärischem Oberbefehl stand. Und witzigerweise haben sie ja wirklich genau diesen Namen geschwärzt, der wohl die Order gegeben hat als RKI, dass man jetzt die Gefahrenstufe hochsetzen muss. Ob das jetzt Herr Holtherm war, ja, der General aus dem Bundesgesundheitsministerium, wäre gut denkbar. Wer hat ihm die Befehle eigentlich gegeben? Reden wir überhaupt noch über nationale, ja, Oberbefehlshaber? Oder kam das nicht ganz von anders her? Also, ja, also mit der Schwärzung dieses Namens haben sie ja durchaus recht, das uns neugierig gemacht. Also das wird sich alles herausstellen. Und wir müssen die Frage stellen, und das ist die nächste Qualität, in der wir gehen müssen. Wenn man jetzt das, was auf Corona gefolgt ist, ja, diese Katastrophenszenarien, die jetzt über das Klima ausgerufen werden, über die Delegitimierung des Staates, was Frau Faeser und Herr Haltenmann da so treiben, die ja die Demokratie umdefinieren. Demokratie ist für die ja nicht mehr der Souverän, der Bürger, der entscheidet, der auch mal eine Regierung abwählen kann, sondern die definieren jetzt Demokratie als Schutz der demokratischen Institutionen. Ja, das ist eigentlich eine totalitäre Definition von, beziehungsweise wir reden über eine Undemokratie. Also unfassbar, aber das wird alles und die Zeitschriften, also die großen Medien, die begehren nicht auf. Und das bedeutet für mich, wir müssen hier darüber sprechen, ob wir es nicht eigentlich schon mit einem veritablen Staatsstreich zu tun haben. Ja? Und meines Erachtens gehören Leute, die diese Hochsetzung der Pandemie angeordnet haben, entgegen Fachwissen, und die damit alles erst möglich gemacht haben, den Lockdown, die Schulschließungen, das alleinige elende Sterben in den Krankenhäusern, diese Impfkampagne, diese Notfallzulassung, ja, mit den schrecklichen Folgen, all das wurde dadurch möglich gemacht. Und die Äußerung von Faeser und Haltenwang, für mich hat das die Qualität von Hochverrat. Wow, okay. Und wir müssen in die Diskussion reingehen, dass hier auf dem Boden von Katastrophen, von Notständen, das ist ja eigentlich ein militärisches Konzept, Notstand ausrufen, damit ich die Bevölkerung unter Kontrolle halten kann. Dass über diese Art der Politik, dass es nicht eigentlich hier um Staatsstreich geht. Und wenn Sie, man muss die AfD nicht mögen, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Ich finde einzelne Politiker der AfD toll. Also der Arbeitskreis Gesundheit der AfD im Bundestag hat Top-Arbeit geliefert. Muss man einfach mal anerkennen. Aber es ist mir völlig wurscht, die sind demokratisch gewählt. Wenn es jetzt denen wirklich gelingt, sie zu verbieten zur Bundestagswahl, finde ich, reden wir über einen Staatsstreich. Weil es wird nicht mehr möglich, die Regierung abzuwählen. Und wenn Herr Haltenwang also jetzt jede Regierungskritik als Delegitimation an der Demokratie sieht und die Leute, wenn sie die Leute aufwiegeln, dafür auch noch auf die Straße zu gehen, wobei es sind ja nicht die Leute, es waren ja hauptsächlich Anhänger der Grünen Partei, dann hat das hier eine richtig, richtig heftige Qualität. Und darüber müssen wir sprechen, weil es geht ja gerade so weiter. Der WHO-Vertrag, ach, da hinten, ja, sehr zu empfehlen, Beate Bahner. WHO-Pandemievertrag. Man muss sich mal genauer anschaut. Oder die C40-Städte, ja, über die ganze angeblichen Klimanotstände. Diese ständige Geschwafel von Meinungsfreiheit ist kein Freibrief. Ja, das sind Angriffe auf die Grundfesten unserer demokratischen Grundordnung. Ja, und das finde ich Hochverrat. Wenn ich das mit meiner institutionellen Macht durchsetze und auch verhindere,
dass ich abgewählt werden kann, hat es für mich diese Qualität. Und ich finde, wir müssen das zunehmend mal in die Diskussion einbringen, damit wir hier über die richtigen Sachen sprechen. Es geht schlichtweg um unsere Freiheit. Und die müssen wir uns wieder zurückerkämpfen und müssen diese Angriffe hindern. So, jetzt habe ich mal so richtig auf den Tisch gehauen. Absolut, ja. Aber ich denke, wir müssen über diese Qualität sprechen. Wir können dann auch noch über die Hintergründe sprechen. Das haben wir beim letzten Interview eigentlich schon gemacht. Eigentlich geht es ja darum, dass wir sehen, dass die Interessen von großen Monopolisten hier einfach gnadenlos durchgehen. Ja, genau. Also es war ja auch immer ein Punkt, den ich verwunderlich fand, dass auf einmal die ganze Welt einheitlich eine Strategie verfolgt hat. In nichts konnte man sich weltweit jemals einigen, Drogenbekämpfung, Mafia, Steueroasen etc. Aber da hat es dann geklappt. Da haben alle gesagt, okay, wir machen Lockdowns, wir machen global, machen wir die Impfkampagne und so weiter und übernehmen noch das Marketing für die großen Impfhersteller. Jetzt haben Sie schon gesagt, dass man von fremden Mächten vielleicht beeinflusst wurde. Es gibt ja vor allem einen Namen damals, von dem Jens Spahn beeinflusst wurde, und der hatte anscheinend ganz gute Kontakte in die USA. Dahin geht nochmal die Frage, glauben Sie, wir wurden da fremdgesteuert, vielleicht aus New York, vielleicht von der WHO oder der amerikanischen Regierung, oder wie ist da Ihre Tendenz aktuell? Also so wie ich es beim letzten Interview gesagt habe, halte ich es nach wie vor. Ich habe es auch im Tichy-Sammelband Corona-Komplex so beschrieben, auch mit der Mithilfe des X-Nutzers, also Ex-Twitter-Nutzers, Pelikan, ja, also ein ganz klasse Rechercheur, was diese ganzen Netzwerke, die tief in die deutschen Institutionen reinragen, vom Bundesministerium für Forschung, von RKI und so weiter, also Pandemierat, ja, das ist natürlich, sind hier in Deutschland Fremdinteressen durchgesetzt worden, eines großen pharmazeutisch-militärischen Komplexes. Ja, man kann es Gain-of-Function-Netzwerk nennen oder wie man immer auch will. Da hängen natürlich die großen amerikanischen Gesundheitsbehörden drin. Mittendrin als Koordinator der Gelder ist eben Anthony Fauci. Da sind natürlich diese komische Organisation Eco Health Alliance, die quasi eine Geldwaschmaschine ist von Pentagon-Geld zu Forschungsgeld, die natürlich keine NGO ist, sondern die auch bezahlt wird vom Staat. Das Drehkreuz zur Forschung nach Wuhan. Das Pentagon habe ich schon genannt, da hängen natürlich die Pfizer drin, die großen Pharmafirmen mit drin, da hängen diese ganzen Satellitenorganisationen mit drin, wie die Impfallianz Gavi, ja. Ich glaube, die sind in Davos gegründet worden, wo übrigens auch mal Stoltenberg von der NATO eben Chef war, das sieht man schon wieder, die Querverbindungen, ja, und letztendlich, wer wirklich dahinter steckt, sind die großen Investoren. Und da glaube ich eben, da kann ich auch nochmal das Buch von Hering einfach nochmal erwähnen. Robert Hering. Endspiel des Kapitalismus, ich habe da viel gelernt. Ja, ich werde es unten verlinken, auf jeden Fall sehr lesenswert. Und ich hatte auch einige Interviews mit Norbert, gerne angucken, werde ich hier oben verlinken und natürlich in den Shownotes. Aber führen Sie weiter fort, bitte. Und der Kapitalismus hat das Problem, dass einfach sich Monopole bilden. Das ist eine ganz natürliche Entwicklung. Und wenn der Staat funktioniert, dann hat er eben Mechanismen dagegen entwickelt, wie Kartellämter zum Beispiel oder eben auch Kontrollinstanzen, die Qualität von Produkten eben prüfen, vom TÜV ja. bis zum Paul-Ehrlich Institut für Arzneimittelsicherheit. Mhm. Und die großen Monopole, wenn die dann das trotzdem schaffen, sich an neben dieser Kartellgeschichte dann zu bilden, dann haben die so viel Macht, dass sie ihr Geld natürlich von ganz hervorragenden Leuten verwalten lassen. Ich meine, bei BlackRock oder was weiß ich, wie sie alle heißen, die großen Vermögensverwaltungen, das sind Top-Leute, die werden top bezahlt. Ja, wem sage ich's? Ja, also die sind richtig schlau. Ja, und die überlegen sich, wie können wir denn die Profite sichern? Ja, und die kommen natürlich auf die Idee, dass wir nicht den schweren Weg gehen müssen über innovative Produkte, die sich im Markt durchsetzen, weil sie gut sind, sondern sie können künstliche Märkte erschaffen. Natürlich ist Corona ist nichts anderes wie ein künstlicher Markt. Ja, das ist doch super, eine Pandemie, wo ich meine Ladenhüter verkaufen kann. Was haben die Geld reingepuffert, Venture-Kapital in diese ganzen neuen Life-Sciences-Produkte, vor allen Dingen Impfungen und so weiter, und nie ist was Gescheites rausgekommen. Kenne ich ein Produkt, was aus dieser Art von Forschung irgendwie der Menschheit wirklich geholfen hat, fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts ein, vielleicht gibt's da irgendwas, aber und diese mRNA-Geschichten, das waren Ladenhüter, da waren 4000 Patente in dieser Forschung drin, die haben kein Geld gebracht, ja. Und die standen unter Druck, daraus Geld zu machen, das ist es. Ja. Desek hat da vor Jahren schon gesagt, wir brauchen einen Hype, wir können die nicht motivieren, mehr Geld in dieses Netzwerk reinzupumpen für Impfstoffentwicklung. Da haben sie von Bioterrorismus geschwafelt auf den großen Treffen, um die Staaten quasi zu motivieren, noch mehr Geld da reinzupumpen in die Systeme, weil sie ja keine Produkte hatten.
ja, die sich die vom Markt verkauft haben, hat nicht geklappt. Und dann hat er halt deshalb gesagt, dann machen wir einen Hype. Und dieser Hype konnten sie auslösen im Februar 2020. Vorher war das so gewesen, dass dieses Virus natürlich in Wuhan entstanden ist. Da gibt es ja das ganze Blaupause. Es war doch ein Forschungsantrag gewesen von Desek und der Wuhaner Leiterin Chen Li, genau SARS-CoV-2 zu bauen. Ja, also SARS-Virus mit einer Furinspaltstelle. Genau der Bauplan. Ja. Übrigens auch MERS, was sie jetzt auch wieder als Pandemie ausrufen wollen. Und natürlich gibt es dieses Virus, ist es dort gebaut worden. Es ist entwichen dort. Die Sicherheitsstandards waren katastrophal. Es ist alles bekannt. Und der erste Lockdown in Wuhan war, glaube ich, tatsächlich der Panik geschuldet von Peking, weil die wussten, da ist ein Produkt aus der Biowaffenforschung raus. Ja. Die hatten Schiss. Ja. Die hatten wirklich Schiss. Und Gott sei Dank, und das habe ich auch gelernt, man lernt ja viel in solchen Zeiten, weil ich hatte das große Privileg, dass sich bei mir wahnsinnig viele gute Leute gemeldet haben, mir Input gegeben haben, sodass ich quasi das aufsaugen konnte. Ich habe selber so einen richtigen auch Wissensschub bekommen. Und inzwischen verstehe ich auch, dass ein Virus entweder letal ist oder infektiös. Also diese Blockbuster, diese Hollywood-Blockbuster sind nicht realistisch, zumindest im Moment. Und das war dann auch in Wuhan nicht so tödlich. Es war, hat eine Infektionssterblichkeit gehabt in der Grippe, aber es war wahrscheinlich ansteckender durch die Furinspaltstelle. Ja. Das war ja auch der Zweck der Furinspaltstelle. Ja. Ja, wer macht sowas im Labor? Das ist eine andere Frage. Ja, also deswegen wurde es ja in den USA verboten, davon abgesehen. Und jetzt kommt ja raus, es ist ja alles klipp und klar, dass über Fauci die Finanzierung am Moratorium von Obama vorbei gemacht wurde und die eben genofunktionelle Forschung betrieben haben mit amerikanischen Steuergeldern, was übrigens noch einen richtig heftigen Prozess geben wird in den USA. Und da möchte ich nicht in der Haut der Angeklagten stecken wie Desek oder Fauci. Das kann ganz böse für die enden. Ja, das glaube ich tatsächlich auch, ja. Ja, also wenn da die amerikanischen Staatsanwälte kommen und sagen, die haben das Leben von Millionen Amerikanern auf einem gewissen... Todesstrafe. Halleluja, ich möchte da nicht auf der Anklage. Nee, es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend, wie weit es da kommen wird und wie mächtig die auch sind, um sich da vielleicht rauszuwinden. Also mein Mitleid hält sich da an Grenzen, aber genau. Und deswegen, das war eine Panik gewesen. Und die haben einen Lockdown gemacht und hat sich rausgestellt, Gott sei Dank, war nicht so schlimm. So, und dann war ja alles ruhig. Und dann kam natürlich Bergamo, diese absolute Panik, die da geschürt wurde. Und die Toten von Bergamo waren Toten der Panik, nicht des Virus. Ja. Das lasse ich jetzt mal außen vor, warum. Kann man schön erzählen. So, und dann haben die im Februar diese Chance begriffen, diese Panik in die westlichen Länder zu tragen, um diesen Scheiß, Entschuldigung, es ist ein Scheiß. Also diese mRNA-Impfung ist ein Scheiß. Ja, das ist absolut klar gewesen, dass das mehr Schaden anrichtet als nutzend. Aber es war denen wurscht. Und die haben das dann einfach politisch durchgedrückt. Und das sind unsere Instanzen, unsere politischen Instanzen, ja, von der Regierung, Innenministerium und so weiter und so fort. Das kann man nicht, ich würde die erste Stunde an Angst und Panik noch irgendwie akzeptieren. Ja, ich auch. Schon nicht mehr am zweiten Tag. Nee, ja. Also spätestens mit dem zweiten Lockdown war es eigentlich das Allgemeinwissen. Aber trotzdem hat man es durchgezogen. Und wie wir ja wissen, auch auf Druck der Politik, vor allem auch im RKI. Ich meine, allein diese geschwärzten Seiten, hunderte, tausende von Seiten, die geschwärzt sind, zeigen, sind ja eigentlich eine Bankrotterklärung. Eine Bankrotterklärung unseres politischen Betriebs, weil man gegenüber dem Souverän nicht transparent klar machen möchte, wie kam es eigentlich zu diesen Entscheidungen, die uns ja alle eingeschränkt haben, die uns ja das höchste Gut, die Freiheitsrechte genommen haben, die Kinder nicht in die Schule haben gehen lassen, auf Spielplätze, zum Schlitten fahren, man durfte nicht durch den Park rennen, es gab Ausgangssperren. Also, was ich unverständlich finde, dass die Menschen... Seine Krankenbesuche in Krankenhäusern Ganz schlimme Sachen habe auch ich leider miterlebt oder auch mitbekommen, dass Menschen wirklich alleine verreckt sind teilweise im Hospiz oder auch Die wurden teilweise verwahrlost, weil die alte positiv getestet waren plötzlich Virusschleudern. Ja. Man traute sich nicht ins Zimmer rein, weil das Personal selber Angst hatte. Ja. Also eine ganz schlimme Zeit und für mich aber der höherliegende Grund, wie tickt jemand, wie asozial oder misanthropisch muss jemand sein, sowas über die Welt zu schütten und es global auch noch auszurollen? Also wie mächtig kann jemand sein? Und vor allem, wie krass ist jetzt, nachdem die ganzen Sachen rauskommen, dass es immer noch keine Aufarbeitung gibt, dass
die große Mehrheit immer noch an das Narrativ von damals glaubt, nach dem Motto, ja, hätte es keine Impfung gegeben, wären ja Millionen gestorben. Und vor allem auch, dass die Mainstream-Medien jetzt erst sehr spät reagieren, und zwar auch noch anders, wie erwähnt, dass sogar dann diejenigen, die es herausgefunden haben, diskreditiert werden. Ich meine, Pfizer-Geheimverträge, hat sich keiner gefragt, wie kam das zustande? SMS, die von Frau Lein irgendwie an den Chef von Pfizer gegangen sind, auch kein großes Aufheben drumherum. Und jetzt natürlich die RKI-Files. Also, wer steckt dahinter? Wie mächtig kann jemand sein? Und was war die Intention? Was wirklich nur Geld verdienen? Ja, aber es ist halt ein System. Ein System, was wir auch selber anfeuern. Wenn wir die Lebensversicherung wollen, die die meiste Rendite bringt, dann müsste halt die Lebensversicherung gucken, wo es die meiste Rendite gibt. Okay. Und ich möchte jetzt halt keinen Generalverdacht ausstellen für Menschen, die erfolgreich sind im Leben oder hohe Positionen erreicht haben. Aber viele von denen, die hohe Positionen erreicht haben, haben gelernt, sich an gewisse Regelbrüche zu gewöhnen. Ja, dass man halt da mal so nicht genau hinguckt oder dem protegiert, obwohl er eigentlich und so weiter und so fort. Da vielleicht ein Produkt durchwinkt, da vielleicht eine Gesetzgebung macht, obwohl man weiß, dass es Quatsch ist. Also man gewöhnt sich so an den Regelbruch. Ja, ich habe immer das Beispiel des Einbahnfahrers, ja, der den Nachhauseweg abkürzt abends. Ja, dann einfach dann durch die Einbahnstraße fährt und sagt, oh, es passiert doch nichts. Ein bisschen schneller zu Hause. So, die gewöhnen sich einfach an, die merken das nicht mehr. Ja? Ich wollte irgendeine Netflix-Serie gucken, aus Versehen bin ich dann doch irgendwie mal im zweiten Programm gelandet oder was erste, weiß gar nicht mehr, das passiert nur alle halbe Jahre. hat meine Tochter irgendwas verstellt, zack, war ich plötzlich ZDF, oh Gott, habe ich Schock gekriegt und wer stand da? Bouffier, ja, von Hessen, der ehemalige Ministerpräsident, ist er noch, weiß gar nicht. Bouffier steht da und sagt, man konnte es doch nicht besser wissen und so. Doch. So. Herr Bouffier, ja, der Innenminister Seehofer hat März jeden Versuch in seinem eigenen Ministerium abgeblockt, eine Risikoanalyse zum Lockdown zu machen. Ich weiß es ganz genau. Und weil mich hat Anfang April der Oberregierungsrat Stefan Kuhn angerufen und hat mich gefragt, hat gesagt, Herr Frank, ich habe die Autorität, ich kann eine Risikoanalyse zum Lockdown machen und ich darf externe Experten dazu gewinnen. Ich finde Ihre Artikel gut. Würden Sie mir helfen? Dann sage ich, Herr Kuhn, um Gottes Willen, hat denn noch niemand das gemacht bei Ihnen? Sie schicken Deutschland in die größte Verwerfung seit dem Zweiten Weltkrieg. Uns hat sich bei Ihnen niemand dafür interessiert, was für Schäden man setzt an der Infrastruktur, in der Bildung. Und so sagt er, nein, ich probiere es seit Wochen. Ich habe es direkt zu Seehofer getragen. Das ist Stefan Kuhn, das ist sein Verdienst, dass wir das schriftlich haben. Ich habe es direkt an Seehofer, kein Interesse. Die wollten es nicht. Die wollten es nicht, weil sie einfach die Order bekommen haben, das Ding durchzuziehen und gedacht haben, naja, ein Regelverstoß mehr macht ja nichts. Doch diesmal haben sie durch den Regelverstoß Blut an ihren Händen. Ja, das ist wie der Einbahnstraßenfahrer, der halt dann nach 5 Jahren dran Gewöhnung doch mal einen Passanten totfährt. Und dann ist das kein Ordnungsgeschichte mehr, sondern das ist Strafverfahren. Das ist fahrlässige Tötung. Und da kann kein Bouffier sich hinstellen und kann sagen, sie konnten es wissen und sie wollten es nicht wissen. Und das ist für mich strafrechtlich relevant, weil sie haben die Aufgabe, Schaden vom Volk abzuwehren. Das ist alles nicht so einfach, mir schon klar als Politiker. Ja, man muss da auch viele Kompromisse schließen. Aber man muss irgendwo innerlich die rote Grenze noch irgendwo haben, um dann rechtzeitig zu sagen, nein, das geht jetzt nicht. Ich weiß, wir haben viel Mist gebaut und manchmal muss man Mist bauen und wie auch immer. Aber das ist eine Fehlleistung, eine rote Linie zu viel. Glauben Sie, es kommt zu einer Aufarbeitung? Glauben Sie, es wird strafrechtliche Konsequenzen für den einen oder anderen politischen Verantwortlichen geben? Es gibt keine Alternative dazu. Weil wir werden nicht zu einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung mit einem Rechtsstaat zurückkehren, wenn es es nicht gibt. Und diese Wunde wird so lange schwelen, bis sie aufbricht. Ja gut, das sehe ich ja auch unter den Videos, zum Beispiel auch in einem Video mit Ihnen, unter den Kommentaren, aber auch die Klickzahlen unter den Videos zu den Impfungen, zu Corona oder halt auch, wie gesagt, unserem Gespräch. Der Frust der Bürger, egal ob
geimpft oder ungeimpft, ist groß und auch wird immer größer. Viele fühlen sich tatsächlich veräppelt, hintergangen und verarscht auf gut Deutsch, weil ja sie da in eine Impfung getrieben worden sind, ohne Not im Endeffekt, und auch angelogen wurden bezüglich der Nebenwirkungen oder möglichen Schäden. Ja, und ich meine, es kommt halt immer mehr raus, das ist der Punkt, weil diese Sache ist zu groß, um sie unter den Teppich zu kehren. Zum Beispiel der amerikanischen CDC, auch wieder Freedom Act of Information. Also man sieht, der Rechtsstaat wankt, er hinkt, aber er lebt noch, ja, er zuckt. Ja, auch da wurden Daten freigeklagt von der Prevention Disease Center Control. So rum. Ich stehe auf der Leitung. Kein Problem, ja. Center of Prevention Control, ja, ist egal. So ähnlich wie RKI in Deutschland, ein bisschen unterschiedlich. In Atlanta sitzen sie, das weiß ich wenigstens. Jedenfalls, also, da wurden die Daten freigeklagt von gemeldeten Impfschäden. Ja, das hat man einfach nicht in die Öffentlichkeit gelassen. Da wurden zwar eine SMS, und zwar die Auswertung von SMS-Messages, die also da gezielt abgefragt wurden, das ist V-Search, V-Safe. Und die hatten 800.000 Meldungen bei 8 Millionen Geimpften im ersten Zeitraum. Das sind 8% haben schwere Impfnebenwirkungen angegeben. Und normalerweise stoppt da sofort ein System, aber die haben es nicht gemacht. Ja, in Mecklenburg-Vorpommern sind die Impfdaten unter Verschluss. Ja, was, warum? Warum sind sie unter Verschluss? Ja, und. Also es wird nach und nach wird das jetzt purzeln. Und die Leute werden merken, was da für ein übles Spiel getrieben worden sind. Und unsere Politiker, die sich einfach und die Verantwortlichen, ich sag's nochmal, ich stelle mir das psychologisch einfach so vor, die haben sich auf dem Weg nach oben an zu viele Regelbrüche gewöhnt. Es fiel denen einfach nicht mehr auf, dass es diesmal einer zu viel war. Glauben Sie, dass Lauterbach in einem Jahr noch Gesundheitsminister ist? Also das Problem ist, wenn Sie mich jetzt das vor 2 Jahren gefragt hätte, hätte ich gesagt nein. Ja, aber er ist noch. Immer noch. Ja. Also ich finde ja auch, er ist untragbar mit all den Fehlentscheidungen und auch mit seinem... Nein, also mit seinem, mit in seinem, meinen Augen ist er ein Verbrecher. Ja, ich nenne ihn Karlatan also, nur, weil auch mit seinem Lebenslauf ist ja einiges im Argen, ist jetzt auch aufgedeckt worden, was jedem, der einigermaßen Englisch kann... Wirklich, das habe ich vor 10 Jahren schon im Buch geschrieben. Ja, ja, wenn man, ich er soll ja in Harvard schon haben, wenn man ihn mal Englisch spricht. Genau, also wenn man konfrontiert vor 10 Jahren damit. Ja. Das hat damals einfach niemand interessiert. Aber es wird über ihn zusammenschlagen irgendwann. Irgendwann, weil er ist wirklich wie des Kaisers neue Kleider. Aber allein wie man nur nackt sein kann. Er hat ja auch eine Anzeige wegen Bestechlichkeit jetzt an den Hufen. Und wie gesagt, sein Lebenslauf ist auch nicht ganz koscher. Also da bricht einiges auf. Und die ganzen Lügen, die er sich verstrickt hat. Kann ich Ihnen genau erzählen. Der Mann hinterlässt nur Scherbenhaufen. Ja. Der hat Bayer fast in den Abgrund geritten. Ja. Der Bayer Geheimvertrag mit der Uni Köln, er hat dann komischerweise seinen Lehrstuhl da bekommen, er hat die Voraussetzungen gar nicht gehabt, seine Harvard-Doktorarbeit war der Grund gewesen, dann war die 10 Jahre unter Verschluss, dann wurde sie frei, quasi mehr oder weniger, wurde er unter Offermann unter Druck gesetzt, sie offenzustellen. Professor Wolfsohn, nun wirklich kein Unbekannter in der akademischen Welt, sagt zu der Arbeit von Lauterbach, das hätte er nicht mal einem Seminarstudenten durchgehen lassen. Darauf kriegt er seinen Lehrstuhl, um dann gleich für Bayer Medikamente zu bewerben, wie Lipobay, und natürlich in keiner Weise irgendwie befähigt, das in irgendeiner Weise ordentlich zu machen, wahrscheinlich auch gar nicht gewollt natürlich, und dabei übersehen, dass Lipobay eben tödlich ist, ja, und Bayer ist fast hops gegangen deswegen. Übrigens, die EMA hat etwa in den letzten 20 Jahren bei etwa 30 Medikamenten die Zulassung gestoppt. Bei 28 dieser Medikamente waren die Todesopfer, und zwar die Verdachtstodesfälle, unter 10. Unter 10, ja. Und die erste Nebenwirkungsmeldung an, die hatten sie schon nach 14 Tagen der Impfkampagne, hatten sie schon 10 Verdachtstodesfälle. Hat aber die keinen interessiert. Und bei 2 Medikamenten, die wurden vom Markt genommen, weil sie 100 oder mehr als 100 hatten. Das war Sibutramin und das war Lipobay. Und beiden Medikamenten hat Lauterbach dick seine Finger drin. Ach, das ist interessant. Das ist gut zu wissen. Ja, dick seine Finger drin. Ja, also Wahnsinn. Aber jetzt sehen wir ja Übersterblichkeit. Wir sehen auf einmal hohen Krankenstatus. Wir sehen Übersterblichkeit nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in vielen Ländern, wo auch dann hohe Lockdowns waren oder Impfquoten waren. Jetzt sehen wir auch schnell wachsende Krebse oder Krebs, der schnell zurückkommt. Turbokrebs wurde ja auch als einer der Symptome von Wordak und Bagdi aufgezeigt. Hat es was mit der Impfung zu tun?
oder ist es nur eine Verschwörungstheorie? Ja, also generell Verschwörungstheorien sind ja völlig legitime Erklärungsversuchen von gesellschaftlichen Phänomenen. Ja, die können stimmen oder sie können nicht stimmen. Und bei Corona haben wir gelernt, meistens stimmen sie. Viele stimmen. Ja. Ja, also Verschwörungstheoretiker ist einfach jemand, der sich Gedanken macht, systemische Gedanken, wie was entstehen kann. Ja. Und Entschuldigung, Sie haben gefragt, ob die Übersterblichkeit, Nebenwirkung, ob die was mit dass Sportler einfach umkippen mit einem Herzinfarkt oder so auf dem Spielfeld, ob das was damit zu tun hat mit Es gibt einen einfachen Goldstandard, um das rauszukriegen. Es ist sehr, sehr schwierig. Also wir neigen ja als Menschen dazu, Dinge, die gleichzeitig auftreten, in einen kausalen Zusammenhang zu bringen. Da gibt es ja viele Beispiele, dass das offensichtlich auch in die Irre führen kann. Ich kann ja jetzt zum Beispiel jeder, der vorbeifährt, hier vorne auf der Straße nach seiner Automarke bewerten und dann nach seinem Bankkonto. Und dann sehe ich halt, Mercedes-Fahrer haben mehr Geld auf dem Konto wie eben Corsa-Fahrer. Und meine kausale Verknüpfung ist, aha, Leute, kauft euch ein Mercedes, dann werdet ihr reich. Super, geh daneben. Also, Kausalität ist so eine Sache. Es gibt aber einen Goldstandard und der ist klar definiert. Das ist einfach die prospektive, randomisierte Vergleichsstudie. Ja. Wirklich an einer Stichprobe, die auf die Bevölkerung passt. Diese Stichprobe gibt es ja. Es gibt die nationale Kohorte, es sind, glaube ich, über 100.000 Deutsche. Die wurden schon ausgewählt nach repräsentativen Daten, Berufsverteilung, Geschlechtsverteilung, Altersverteilung. Passt, hätte sofort loslegen können. Hier macht man eine Gruppe mit 10.000 Covid-Geimpften, hier ist eine Gruppe mit 10.000 Nicht-Geimpften. Die begleite ich und dann kriege ich sehr schnell raus, was los ist. Und das ist die einzige Qualität von Studie, wo man eine Kausalität wirklich zuordnen kann. Alle anderen Studien können das nicht leisten. Die sind zu Störgrößen gepflastert. Nochmal, man muss da unterscheiden. Eine Studie kann das Richtige feststellen, aber es hat trotzdem keine Beweiskraft, weil einfach von der Methodik her, vom Studiendesign ist die Studie gar nicht leisten kann. Eine Beobachtungsstudie kann das nicht. Aber eine Vergleichsstudie kann das, wenn ich sie gut mache. Und sie wird einfach nicht gemacht. Man verweigert sich dem, weil man genau weiß, das geht nicht gut aus. Und deswegen schwimmen wir so in der Spekulation. Ich habe heute wieder eine Patientin gehabt, ja, vorne auf dem Sofa. Ja. Plötzlich brach sie in Tränen aus, weil ihre Tochter jetzt Menstruationsprobleme hat, eine Schilddrüsenunterfunktion, auch eine Hormon geht hoch. Und sie macht sich jetzt Sorgen, ob das von der Impfung kommt. Und sie macht sich Riesenvorwürfe. Ja, das ist einfach dieses Unfair. Man lässt diese Menschen so im Unklaren. Deswegen auch der Appell, also auch wenn ich jetzt hochdekorierter Wissenschaftler bin, auch meine Riesenverdienste habe bei der Corona-Aufklärung, ich muss an die Menschen in einer Sprechstunde denken. Ich darf nicht als Professor einfach jetzt meine Modelle zur Pathologie von Krankheiten über die Covid-Impfstoffe einfach so in die Öffentlichkeit rausblasen und sagen, sie sitzen alle jetzt auf Zeitbomben. Sie kriegen jetzt alle Krebs. Ihr Immunsystem wird zerstört. Ich muss aufpassen, die Leute sind wirklich traumatisiert. Ja. Was kann man denn den Leuten sagen? Ich meine, sie sehen es ja jeden Tag. Aber Schuld, ich möchte nur richtig einordnen, Schuld ist jetzt nicht der verdiente Kollege, der jetzt vielleicht ein bisschen zu viel auf die Panik drückt, sondern Schuld sind die Regierungsseiten, die Universitäten, die sich verweigern, hier Klarheit reinzubringen. Und deswegen eiern wir so rum und wissen es nicht richtig. Ja, aber wir sehen natürlich die Problematiken und das ist oft anekdotisch, aber wir sehen es. Es wäre Aufgabe, da Licht reinzubringen. Das kann man auch nachträglich noch tun, das wird auch passieren. Ja. Sehen Sie denn also ein anderes Krankheitsbild oder sehen Sie die Auswirkungen dieser oder die Nebenwirkungen dieser Impfung und was können denn Betroffene tun? Weil ich bin sicher, es wird der eine oder andere hier auch zuschauen, der auch merkt, irgendwas stimmt nicht oder irgendwelche, Herpes Zoster hat oder Thrombosen oder was auch immer. Das ist jetzt wieder das Problem von der anekdotischen Herangehensweise. Zu mir kommen viele Menschen, die zeitnah mit der Impfung bestimmte Probleme haben, die auch die gleichen, wo ich unmittelbar den Verdacht habe, ja, das ist so ähnlich, das muss daherkommen, aber sie kommen halt gezielt zu mir. Gut. Ja, das ist also einfach eine Störgröße. Ich kann jetzt nicht sagen, das kommt häufig vor, weil die Menschen halt gezielt zu mir kommen. Ja, klar. Das ist das eine. Aber ich kann natürlich von meiner ärztlichen Erfahrung aus sagen, das ähnelt sich in der Erzählung so stark, dass es da irgendwie eine gemeinsame Ursache geben muss, wo sich halt die Impfung anbietet.
Es ist mir aber auch schon passiert, wo ich mir gedacht habe, typisch Covid-19-Impfnebenwirkung, dann war der aber gar nicht geimpft. Ja. Also man muss schon verdammt aufpassen mit diesen Zuordnungen. Man kann sich selber auch wirklich selbst hereinlegen. Und deswegen brauchen wir diese ordentlichen Studien, nur die könnten Klarheit bringen und sie werden halt nicht gemacht. Mhm. Das Problem ist, dass wir nicht richtig wissen, wie wir die Störungen des Immunsystems, die ganz stark vermutlich eben von Covid-19 kommen, wieder rückgängig machen können. Ja, es gibt ja die Hämophorese, also die Blutwäschung. Es gibt diesen Begriff der Ausleitung, der mir manchmal eher so mehr als Metapher vorkommt. Also keiner kann mir jetzt erklären, wie man einen Impfstoff ausleitet. Sorry, das kann mir keiner erklären. Es ist aber mir ist es letztendlich auch egal, wie jemand etwas erklärt, wenn er etwas tut, was dem Patienten gut tut. Oder danach sagt, ich kriege meine Kraft wieder, ich kriege meine Konzentration wieder, der Brain Fog verschwindet oder das Muskelzucken hört auf. Dann hat er mal was Richtiges getan. Ja. Aber ich habe schon auch den Eindruck, dass man aufpassen muss, dass man vermutliche Impfopfer nicht zweimal zu Opfern macht, indem man sie jetzt mit teure Therapien jagt, mit Riesenversprechungen, die dann nicht eingehalten werden. Also es ist leider eine sehr unbefriedigende Situation. Was glauben Sie, was kommt als nächstes heraus? Was ist die nächste Bombe, die platzen wird und das Narrativ noch weiter zerstören wird? Also mein wunderbarer Mitstreiter in der Corona-Zeit, ich staune, was er alles auf die Beine stellt, Tom Lausen, nutzt wirklich die Möglichkeit im Parlament über eben Menschen, die er berät, wirklich, wirklich gute Anfragen zu stellen, zum Beispiel ans Paul-Ehrlich-Institut. Zum Beispiel eben, wo denn eigentlich die Daten sind dieser tollen, wie hieß diese App, diese teure Impf-App? Corona-App oder? Wie safe war CDC? Irgend so, hat einen tollen Namen gehabt. Ja, die sind von Meldungen überschüttet worden, Impfnebenwirkungen. Sie mussten andere Mitarbeiter dazuziehen, um das auszuwerten, auch die Todesfälle. Ja, das hat Frau Keller-Stanislawski im Untersuchungsausschuss, also die zuständige Mitarbeiter, selber zugegeben. Aber das Paul-Ehrlich-Institut mauert. Also der hat wirklich ein paar richtig, richtig gute Anfragen ans Paul-Ehrlich-Institut gestellt. Und die müssen sie beantworten und sie können sie nicht beantworten. Und das wird die nächste Bombe sein, dieses komplette Versagen des Paul-Ehrlich-Instituts bei der Herstellung von Arzneimittelsicherheit. Ja. Das wird was sein, auch von den USA wird bestimmt viel kommen. Und glauben Sie, wir werden eine Aufarbeitung sehen? Glauben Sie, wir werden diese Spaltung in der Gesellschaft, nicht nur zwischen in den Familien, in der Gesellschaft, sondern auch vielleicht zwischen Gesellschaft, Souverän und politischem Establishment wieder kitten können? Ja, kitten können wir es dann, wenn die Wahrheit auf den Tisch kommt. Doll mit in der Lüge kann man keine Versöhnung erreichen. Ja. Das wird einfach nur weiterschwelen. Wie gesagt, es ist zu groß und deswegen wird was passieren. Es dauert nur verdammt lange und wir müssen Corona natürlich, das ist ja auch ein Thema, was Sie auch immer wieder sagen und was jeder sagt, der ein bisschen Überblick hat. Corona ist ja nur Symptom einer Tendenz zum Totalitären, ja, und die Hintergründe haben wir vorhin besprochen, dass es auch im Interesse von großen Geldgebern steckt, dass eben Politiker Karriere machen, die bereit sind, unsere Grundgesetze zu schleifen, unsere Freiheit zu verkaufen, damit sie ihre kleinen Karrieren befeuern können, damit sie im Regierungsflieger sitzen können, einen Coiffeur bezahlt bekommen und sonstiges dummes Zeug ins Mikrofon reden können. Da fühlen die sich ganz toll. Die muss ich gar nicht teuer bestechen. Die werden hofiert von diesen ganzen Monopolen. Und das Ganze geht ja immer weiter. Das ist ja nicht zu stoppen. Ja. Das heißt, Sie wissen ja auch, wenn jemand viel Profit macht, heißt es nicht, ja super, jetzt legen wir uns mal zurück. Das heißt, jetzt noch eine Schippe drauf. Das heißt, die sind jetzt unter Zwang, noch mehr zu machen. Das heißt, sie müssen jetzt über Klimanotstände kommen. Die rufen jetzt wieder Pandemien aus, zum Beispiel März. Die zweite Pandemie? Sie bauen ja dran. Also sie bauen an MERS. MERS ist ja auch in dem Forschungsantrag von DESE gewesen von 2018. Ruht wahrscheinlich auch in den Kühltruhen von Wuhan. Dann die H5N1 Vogelgrippe wird plötzlich aus dem Hut gezaubert. Ja, wir hatten da vor 10 Jahren durch künstliche Versuche sie übertragbar auf Menschen gemacht. Das war Ron Fouché gewesen, ein Genofunction-Forscher. Das hat damals das Moratorium in den USA ausgelöst. Und jetzt kommen sie und wollen uns verkaufen, H1N5 sei was ganz Neues und eine Pandemie. Die haben es doch selber gebastelt. Dann wahrscheinlich experimentieren sie schon an Impfstoffen dagegen. Das heißt, es ist eigentlich
wie soll man das sagen, Schutzgelderpressung oder eigentlich organisierte Kriminalität. Also ich meine, was anderes fällt mir dazu nicht ein. Also das wird alles, sie stehen unter Druck, das fortzuführen, ja, weil das System hinten dran, und wie gesagt, das sind keine santanischen Menschen, das ist einfach ein System, was sich jetzt quasi hohl läuft. Und ich bin, um Gottes Willen, also Kapitalismuskritik, das hört sich so links an. Ja, ich bin bürgerlich liberal, aber ich finde einfach diese These stimmig, dass die inzwischen zu viele Monopole haben, dass sie quasi die Marktwirtschaft dadurch abschaffen können. Und das Ganze wird immer mehr weiter Druck erzeugen und es wird immer mehr hohl laufen und jetzt wird sich halt zeigen, ob wir halt das als Gesellschaft Substanz haben, ja, die Freiheit, die unsere viele, viele Generationen vor uns dafür gestorben sind, dass wir heute unsere freie Meinung sagen können, dass wir freie Berufe wählen können, dass wir sogar Ehepartner frei wählen können. Das war alles früher als andere wie selbstverständlich, ob wir in der Lage sind, diese Freiheit zu verteidigen, weil die Angriffe auf die Freiheit werden immer krasser werden. Man merkt aber schon, dass Leute wie Haltenmann und Faeser schon langsam an die Grenzen stoßen. Also auch die Medien sind nicht mehr alle bereit, das mitzugehen. Ja, der Leserbrief von Robert Scholz in der FAZ. FAZ ist ein linksgrünes Käseplättchen geworden, aber immerhin kommen so Leute wie Scholz da irgendwie zu Wort. Und man merkt irgendwie... Es bröckelt. Es könnte kippen. Und dieses System kann aber nicht einfach stoppen. Wenn die clever gewesen wären oder wenn das System in der Lage wäre zu stoppen, dann hätte man bei Omikron gestoppt. Ja, weil Omikron hätte man sagen können, oh, Omikron ist jetzt so harmlos. Ja, es gab ja auch fast keine Pneumonien mehr durch Omikron. Wir sind super durch die Pandemie gekommen und jetzt sind wir die Guten und jetzt machen wir auf. Na, wäre, wenn das der Scholz gemacht hätte, der Lauterbach, die hätten wir nie mehr vom Sockel stoßen können. Ja, die wären jetzt auf jeden Fall nicht bei 12, 13, 14 Prozent. Ja, da bin ich bei Ihnen. Aber wir müssen immer weitermachen. Genau, umso wichtiger ist natürlich, dass die Zuschauer auch hier, kann ich nur jeden aufrufen, weiterhin Multiplikator sind, diese Informationen weitertragen, besonnen auch agieren mit Respekt und Toleranz auch gegen diejenigen, die gegen einen vielleicht sind. Und deswegen ist ja diese Aufklärungsarbeit auch so extrem wichtig, die Sie betreiben, die vielleicht auch ich einen kleinen Teil betreibe. Aber deswegen ist es mir auch wichtig, obwohl ich einen Finanzkanal mache, ist es mir einfach wichtig, weil ich halt auch Teil dieser Gesellschaft bin, Bürger dieses Landes bin und ich sehe es als eine demokratische Verpflichtung, auf die Fehlentwicklungen hinzuweisen, weil wir alle haben ja darunter gelitten und wir alle können wieder darunter leiden, wenn das nochmal passieren sollte. Und ich glaube auch, ohne Aufarbeitung wird es nicht gehen. Wir brauchen auf jeden Fall diese heilende Katharsis, wir brauchen diese Auseinandersetzung. Und ich glaube auch, die Sachen, die geschwärzt worden sind, also ich glaube, viel ist vielleicht banal, aber da wird auch noch der ein oder andere Kracher wahrscheinlich dann veröffentlicht werden müssen, wo dann der ein oder andere, der jetzt noch an das ganze Narrativ glaubt, sagen wird, ja, holla die Waldfee, jetzt fühle ich mich aber wirklich veräppelt und in das Licht geführt. Ich kann dieser Regierung oder Politik nicht mehr trauen, was natürlich auch zu Ungemütlichkeiten führen kann. Was erwarten Sie denn, wenn jetzt die Schwärzungen rausgenommen werden würden, was könnte denn da noch rauskommen, außer dass es vielleicht fremdgesteuert war, dass es ein rein politischer Lockdown war, dass die Maßnahmen nicht durch Evidenz gerechtfertigt waren. Was sehen Sie noch für mögliches Potenzial für Überraschungen? Ja, die Schwärzungen sind ja da, um die Namen zu verbergen. Ja, das sind aber müssen viele Namen sein. Dann gibt's die Namen dazu. Und da haben natürlich alle Schiss, dass der Volkszorn dann irgendwann mal sich auf die Leute da abwälzt, und da haben sie völlig recht. Also bitte Leute. Friedlich, immer friedlich bitte. Friedlich im Rahmen der Gesetze, aber muss man mal schon mal vorsorglich mal sagen, ja, weil es wird schon ein ordentlicher Zorn geben. Was mich jetzt mal interessieren würde von einem Finanzprofi, die Einschätzung. Natürlich hat dieses Geldsystem hat seine Eigendynamik. Ja, das ist ganz klar. Und ich war ja 20 Jahre lang auch Dozent an der St. Galler Business School. Ich habe also das ein bisschen mitgekriegt, auch unter was für Druck Führungskräfte stehen. Ich habe mit vielen Pharmaführungskräften gesprochen, die genau wussten, dass vieles nicht okay ist und die sich auch nicht wohl in ihrer Haut fühlen. Tatsächlich. Aber halt gesagt haben, ich muss, es geht nicht anders. Ist es überhaupt denkbar, dass sich mal Vertreter von großen, großen Geldmengen mal zusammensetzen und sagen, hey Leute, so wie wir es machen, das läuft sich gerade tot und auch wir wollen Arzneimittelsicherheit für unsere Kinder, aber so wie wir es gerade machen, schrotten wir das ja alles und auch die Freiheit und alles, müssen wir da
was anderes überlegen oder macht das keiner, weil er weiß, er ist dann weg vom Fenster? Ja, also da wird man 1000 andere Möglichkeiten finden. Da werden eher noch Gesetze gebrochen. Siehe zum Beispiel bei der Euro-Rettung, also alle Maastrichter Kriterien, die man sich selbst aufgelegt hat, hat man für die Euro-Rettung ad acta gelegt. Man hat geltendes Gesetz eigentlich gebrochen an höchster Stelle. Und es ist auch eine Art Bankrotterklärung, weil wir sehen ein Gesetzesbruch am laufenden Band seitdem. Und das gleiche natürlich auch mit dem Euro. Die werden natürlich den Euro so lange retten, wie es nur möglich ist. Im Notfall werden sie ihn digitalisieren und dann eher als Instrument gegen die Bürger verwenden bezüglich Kontrollinstrument. Also deswegen, ich glaube, Geld regiert die Welt. Ich glaube, alles hängt mit dem Geldsystem zusammen, auch die Kriegsrhetorik jetzt, weil man einfach merkt, dieses Geldsystem ist nicht mehr heilbar. Ich meine, dazu habe ich ja auch mein aktuelles Buch geschrieben, 7. Bestseller in Folge. Wer ihn noch nicht hat, gibt es jetzt auch als Hörbuch, werde es unten natürlich auch verlinken. Und da habe ich ja halt in 2,5 Jahren all das reingeschrieben, warum Geldsysteme scheitern, warum wir in der Situation jetzt sind mit diesem Kriegszyklus, warum jetzt die geopolitischen Auseinandersetzungen stattfinden, warum wir eine Deglobalisierung sehen, eine multipolare Welt statt eine unipolare Welten, wenn man das alles versteht mit diesen Zyklen, weil genauso wie unser Leben mit Sonne und Mond, Leben und Tod, Einatmen, Ausatmen, ist auch die Wirtschaft und das Geldsystem durch Zyklen geprägt und da kann keiner drum rumkommen. Jetzt sind wir halt in einem neuen Zyklus, der eine geht zu Ende, der andere startet und da muss man sich jetzt halt neu positionieren. Das hat tatsächlich auch was mit der Krise zu tun, weil der letzte Zyklus zum Beispiel war die spanische Grippe, ne? Und dann kam die Hyperinflation in Deutschland und ein Krieg. Es sind immer die gleichen Zyklen seit 2000 Jahren. Eigentlich, Herr Frank. Und die muss man halt verstehen. Und aus dem Grund denke ich, follow the money, Geld regiert die Welt, es ist die größte Energie. Und wir sehen ja, wer das Geld hat, hat es Sagen. Also auf einmal ist Bill Gates bei BioNTech investiert. Auf einmal werden hier Gesetze von Gavi, WHO und anderen oder auch WEF teilweise implementiert, die eigentlich nicht demokratisch entstanden oder gewählt worden sind. Okay, also auf die Einsicht der großen Monopolisten, ja, die vielleicht auf die Idee kommen, es nicht so schön ist, dass man irgendwann nur noch in Ghettos leben kann, wo der Reichtum dann quasi sprießt und auf den tollen Luxusjachten, aber die Infrastruktur, die kleinen Städte einfach nicht mehr existieren, ist nicht zu setzen. Also es muss das System richten. Nee, die Bürger, der Druck muss von den Menschen kommen, deswegen auch diese friedliche Revolution, dass 3% der Menschen eigentlich sozusagen für den Wandel auf die Straße gehen müssen. Also im Endeffekt, wenn Sie in den Rückspiegel der Geschichte schauen, kommen große Veränderungen immer nur dahingehend zustande, entweder durch Krieg, was natürlich der Super-GAU ist, ne, oder halt durch Revolution. Und die kann friedlich sein, wie 1989 in Leipzig, was ich befürworte, oder die kann natürlich auch gewalttätig sein, wie oft in der Geschichte der Menschheit. Aber wenn die Unzufriedenheit zunimmt, dann wird es irgendwann zu weit kommen. Und wir sehen ja schon, dass der Staat versucht, die Bürger in Abhängigkeit zu bringen durch Bürgergeld, durch sozialen Wohnungsbau. Ja, sie werden immer einen draufsetzen, ja, definitiv. Das System, meine ich, richtet es insofern, dass es einfach nicht Einsichten und klug handelt, sondern es wirkt einfach so zerstörerisch. Und die Frage ist halt, wie viel muss kaputt gehen, dass genügend Leute, wie Sie sagen, die notwendige kritische Masse eben dann mal sich bewegt und sagen so. Und jetzt leider, nicht mehr. Ich befürchte noch viel und wie gesagt, die Kriegsrhetorik in den letzten Wochen, Monaten lässt mir das eiskalt über den Rücken laufen. Da sollte sich der ein oder andere Zuschauer auch mal drüber Gedanken machen, ob er schon mal so eine Kriegsrhetorik gehört hat. Und parallel Wahnsinn. Natürlich ist auch die Aufklärungsarbeit von Ihnen deswegen auch so wichtig. Deswegen mache ich ja das Video auch und die Interviews ohne Not, weil ich sage einfach, ich sehe es als meine Pflicht an und ich bitte auch jeden Zuschauer, der hier ist, der auch vielleicht zum ersten Mal hier ist, lasst gerne ein Abo da, schaut die anderen Videos an, lest natürlich das Buch von Herrn Frank und dieses Video kräftig teilen, weil ich weiß jetzt schon, es wird natürlich wieder gedrosselt werden vom YouTube-Algorithmus, weil da ist man natürlich auch in der Abhängigkeit von diesen großen Medien, von dem großen medialen wirtschaftlichen Komplex leider. Es gibt Alternativen, aber trotzdem auf YouTube hat man noch die größte Reichweite, aber Videos, gerade das letzte mit Ihnen, wurde auch massiv eingeschränkt, fast schon zensiert, da musste man darum kämpfen, aber man sieht natürlich die Wahrheit nicht hören. Ja. Das ist ja, ich habe da ein wunderbares Interview gehört von Tucker Carlson mit einem, wie heißt er nochmal, wirklich einem Internet-Zensurexperten, der hat es mal beschrieben, wie tiefgreifend das geht. Ja, das ist schon echt irre. Aber dennoch, wie gesagt, ich bin halt Berufsoptimist und der Schaden ist so groß.
Und ich auch so sagen, die Wahrheit findet immer ihren Weg. Deswegen bin ich so bullisch, weil wir müssen uns nicht verstellen, wir müssen nicht irgendwie lügen. Wir sind einfach auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden, haben an das geglaubt, was wir wussten anhand der Zahlen und Daten, ihrer fachlichen Expertise und natürlich auch einem gewissen Bauchgefühl und dem natürlichen Misstrauen. Und siehe da, wir wurden zwar angegriffen, aber Sie wissen ja, nur die Harten kommen in den Garten und jetzt wird man begrüßt, umarmt. Ich war gestern auf dem Founders Summit in Wiesbaden, da kamen Leute, die haben mich umarmt, haben mich zum Kaffee eingeladen, weil sie einfach dankbar waren, dass ich sie über diese schwere Corona-Zeit gebracht habe, weil sie dachten, sie sind komplett Ballaballa oder Plemplem oder ja, du hast meinen Sohn vor der Impfung bewahrt, vielen Dank dafür oder durch dich habe ich dann irgendwie Bitcoin früh gekauft, irgendwas gibt's immer und das ist ja der höchste Lohn, dass Menschen, also unsere Spezie, sich bei uns bedankt, dass man den Respekt sich erarbeitet hat, weil Mitleid kriegt man ja geschenkt, aber Respekt muss man sich hart erarbeiten, ne? Und das, was Sie gerade gesagt haben, ist vielleicht das stärkste Argument, dass sich da was ändert, weil das merke ich auch ganz, ganz stark, ja, wo eben Leute aus der Corona-Opposition, die ja frisch jetzt auch mehr dazukommen von außen, wo die sind, ist die Stimmung gut. Es ist überhaupt nicht depressiv, es ist überhaupt nicht verbittert. Nein, man feiert fest, man umarmt sich. Ja. Warum? Weil bei uns die Wahrheit wohnt, ja. Und die Liebe, ganz wichtig. Es ist eine Herzensverbindung. Ich möchte auch noch mal kurz hinweisen. Und zwar am 3. und 4. Mai habe ich wieder mein Event. Marc lädt ein. Das war letztes Jahr ein großes Familientreffen und dieses Jahr genauso wieder. Da wird natürlich auch um Zukunft Gesundheit gehen. Es gibt also Dr. Nils kommt auch und Horst Lünning, Markus Krall und ich natürlich und viele weitere. Gerne mal reinschauen. Ist glaube fast schon ausverkauft. Aber es war wie ein Familientreffen. Es war voller Herzlichkeit. Da waren Menschen, die kannten uns alle, weil wir täglich bei dem irgendwie im Wohnzimmer waren über Videos und Podcasts. Ich kannte sie nicht, aber die Verbindung war sofort gegeben und das war magisch. Und das ist das Gute, das Positive, was man aus dieser schrecklichen Corona-Zeit ziehen kann, dass man neue Menschen erreicht hat, neue Freundschaften, neue Bekanntschaften, eine Herzensverbindung und das ist unbezahlbar. Dafür bin ich echt dankbar auch dafür, dass wir diese Corona-Zeit in der Hotelrezeption, dann merkst du, dass der Mitarbeiter die Maske so ein bisschen einfach so ein Unbehagen hat dabei und dann blinzelt man sich zu und alles ist schon klar. Es ist super, man kriegt ein besseres Zimmer und alles ist toll. Nein, es ist toll und deswegen werden die anderen scheitern, weil wer in der Lüge lebt, ja, wer einfach die Wirklichkeit nicht von seiner unbewussten Wahrnehmung, die wir alle haben, gibt's wunderbare Modelle von den Psychologen, jeder von uns nimmt die Wirklichkeit wahr, aber unbewusst. Ja. Und die Frage ist, lassen wir sie ins Bewusstsein hoch? Und das kann ich ablocken. Aber wenn ich immer mehr Kraft brauche, wenn die einfach so die Wirklichkeit schon schreit und ich lasse ihn nicht zu, dann kriege ich eine psychologische Störung. Das ist der Einfallstor für Angststörungen, für Neurosen, für alles Mögliche. Das heißt, bei den anderen wird es immer zynischer, wird es immer bitterer werden. Und wir feiern die Feste und deswegen wenn viele Menschen sagen, komm, lass uns zu den anderen gehen, da ist es einfach viel herzlicher. Sie haben ja, und dann lassen wir uns mal von denen erzählen, vielleicht haben sie ja doch recht. Und so werden wir immer mehr Leute genau auf unserer Seite. Und deswegen müssen wir aber auch Brücken bauen, müssen auch verzeihen können. Und wie gesagt, die anderen demaskieren sich ja automatisch selbst. Die Wahrheit spielt ihnen ja sozusagen leider zu, macht ihnen das Leben immer schwerer, die Lüge aufrechtzuerhalten. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, wir müssen auch dann verzeihen können. Und ich sehe ja, wie man auch dann am Ende verzweifelt um sich schlägt, jetzt sehen wir Demokratiefördergesetz, dass man teilweise eventuell, es endet an einer Majestätsbeleidigung, wenn man dann die Regierung kritisiert. Wir sehen Kontrollmaßnahmen, eine Art Wahrheitsministerium über den DSA in Brüssel. Das sind alles so sozialistisch-planwirtschaftliche Tendenzen, die mir natürlich aufstoßen als freiheitsliebender Mensch, wo ich einfach sage, liebe Leute, passt auf, wir bekommen immer mehr ein autoritäres System. Ne? Ja. Ja, das, ja, es geht in den Totalitarismus, sie automatisch rein und ich habe, wie gesagt, die Hoffnung, dass wir doch als Gesellschaft irgendwann stark genug sind. Genau. Wir brauchen halt, um das zu sagen, und es ist gerade wirklich, wirklich schwierig, wir müssen es halt wählen können. Ja, ja gut, und, also ich habe da... Ich habe da wenig Hoffnung, muss eine Extrasendung machen. Also ich fühle mich da von keiner Partei vertreten. Die einen sind in dem Thema gut, die anderen in dem Thema gut. Und jetzt haben wir auch neue Parteien und so weiter. Aber wir werden sehen. Also ich glaube auf jeden Fall, dass diejenigen, die jetzt an der Macht sind, auf jeden Fall einen auf die Mütze bekommen. Völlig zu Recht, weil es wirklich die schlechteste Regierung aller Zeiten ist. Aber ob die danach kommen, besser sind, wage ich zu bezweifeln. Aber wir werden sehen. Herr Frank, wichtig sind Menschen wie Sie und ich, die authentisch sind, die ehrlich sind, die jetzt nicht irgendwie die Leute in das Licht führen wollen, sondern denen es
ist wirklich eine Herzensangelegenheit, dass diese Gesellschaft, dieses Land wieder auf den richtigen Pfad kommt. Und dafür treten wir ein. Und ich sage immer auf jeden Fall friedlich und wünsche allen, dass sie tapfer bleiben. Ich bin natürlich gespannt auf die Kommentare von dir, lieber Zuschauer. Schreibt mal unten rein, wie ihr das Gespräch fandet, was ihr zu den RKI-Files sagt. Und Ihnen, Herr Dr. Frank, vielen, vielen Dank nochmal für Ihre wertvolle Zeit, für Ihr Insiderwissen. Und mich würde es auch freuen, wenn wir dann wieder mal ein Gespräch führen zu den neuen Entwicklungen, den neuen Sachen, die herauskommen, genau. Weil die werden auf jeden Fall rauskommen, weil die Wahrheit gewinnt immer. Genau. Wir werden noch ein paar Jahre an dem Thema dranbleiben, aber dann vielleicht auch mal wirklich richtig große Erfolge feiern können. Absolut. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Dankeschön, Herr Friedrich. Tschüss.